Sie haben einen Strafbefehl erhalten und wissen nicht, was das ist? Dann schauen Sie das Video. Ich erkläre es Ihnen. Hallo, mein Name ist Sven Carsten. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und Gründungspartner der Kanzlei Carsten und Bolte in Bielefeld. Mein heutiges Thema ist der Strafbefehl. Was ist der Strafbefehl? Der Strafbefehl ist im Grunde genommen Anklage und Urteil im einen. Der Staatsanwalt hatte ihre Ermittlungsakte auf dem Tisch, hat sich darüber Gedanken gemacht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass man sie nicht unbedingt vor das Gericht zerren muss und in einer mündlichen Verhandlung vor Gericht, gegebenenfalls noch mit Publikum, quasi auf sie einzuwirken, ihnen klarzumachen, wie schlimm das ist, was ihnen vorgeworfen wird. Der Staatsanwalt hat dann die Möglichkeit, bei bestimmten Delikten, die halt nicht so gravierend sind, die auch regelmäßig zum Amtsgericht angeklagt würden und nicht zum Landgericht, einen sogenannten Strafbefehl zu beantragen. Die Sanktion, also die Strafe, die sie bekommen können, rangiert zwischen Geldstrafe, aber auch Freiheitsstrafe, diese dann aber notwendigerweise mit Bewährung bis zu einem Jahr. Der Staatsanwalt fertigt also den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls. Das ist wie seine Anklage. Er sagt, er schreibt rein, das werfe ich jetzt dem Herrn Müller, der Frau Meier vor. Gibt das dem Richter und der Richter muss dann darüber entscheiden, ob er den Strafbefehl erlässt oder nicht. Erlässt er diesen Strafbefehl, packt er das einfach in die Form des Amtsgerichts, wo dann drin steht, Sie werden verurteilt zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 30 Euro, insgesamt 1.800 Euro Geldstrafe als Beispiel. Ihnen wird Folgendes zur Last gelegt und dann kommt da alles. Ja? Sie haben jetzt die Möglichkeit, also prinzipiell gar nicht schlecht, dass Sie schon mal einen Strafbefehl erhalten haben, denn dann haben Sie die Möglichkeit wirklich zu sagen, okay, ich schließe das ab, ich bezahle die Strafe, vielleicht hole ich mir noch eine Ratenzahlung, dass ich das so abzahlen kann. Aber erstmal müssen Sie nicht zum Gericht. Aber jetzt kann es ja sein, Sie sind gar nicht damit einverstanden, sondern ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe doch alles richtig gemacht. Dann sollten Sie überlegen, Einspruch einzulegen. Sie haben nämlich die Möglichkeit, sich gegen dieses Urteil, ja, im Urteil im schriftlichen Wege, Einspruch einzulegen. Und das innerhalb von 2 Wochen, nachdem Sie diesen Strafbefehl erhalten haben. Der Einspruch ist, direkt bei Gericht einzulegen. Das müssen Sie auch schriftlich machen. Und wenn Sie Einspruch eingelegt haben, schwenkt das Ganze in das Verfahren beim Amtsgericht, und zwar im präsenten Verfahren. Das heißt, Sie müssen dann vor Gericht wirklich gehen. Das heißt, das Gericht schickt Ihnen irgendwann einen Termin zur Hauptverhandlung und dann haben Sie dort die Gelegenheit, sich zu verteidigen und zu sagen, warum denn dieser Strafbefehl falsch ist. Eine weitere Möglichkeit wäre es auch zu sagen, naja gut, ich habe da was falsch gemacht. Ich habe da vielleicht, keine Ahnung, dem Kneipenkollegen an der Theke vielleicht wirklich eine mitgegeben, ja, und dafür bin ich auch bereit, eine Strafe zu akzeptieren. Aber dieser Tagessatz von 30 Euro, verstehe ich gar nicht, wie das zustande kommt und das passt doch bestimmt nicht. Wie kommen diese 30 Euro zustande? Der Tagessatz bemisst sich anhand dessen, was Sie im Monat netto zur Verfügung haben. Das heißt, das, was Sie quasi auf Ihr Konto kriegen, nimmt man erstmal. Davon aber abzuziehen sind Unterhaltspflichten beispielsweise oder besondere Belastungen. Wenn Sie Kinder haben, wenn Sie eine Frau haben, das sind Unterhaltspflichten, wenn die Frau nicht arbeiten geht beispielsweise und die Kinder noch minderjährig sind auf jeden Fall oder noch keine Erstausbildung abgeschlossen haben, dann werden dort Abzüge gemacht. Es ist aber auch so, wenn Sie beispielsweise besondere Belastungen haben, Sie haben eine Erkrankung, Sie müssen Medikamente aufbringen etc., das kann auch abgezogen werden. Bei meinem Beispiel mit 30 Euro wäre Ihr Einkommen oder was angenommen würde zu der Berechnung 900 Euro. Sie rechnen nach und stellen fest, oh, ich komme aber noch auf 600 Euro. Dann wäre Ihr Tagessatz 600, Juristen rechnen mit 30 Tagen im Monat, 600 Euro durch 30 Tage. Das heißt, Sie haben 20 Euro pro Tag zur Verfügung. Das ist Ihr Tagessatz. Damit Sie aber dennoch nicht vor Gericht müssen, die Strafe aber akzeptieren wollen, können Sie auch den Einspruch dann beschränken auf die Rechtsfolge und zwar hier auf den Tagessatz. Und dann können Sie sagen,
Liebe Leute, ich habe nochmal gerechnet, also ich lege Einspruch ein, aber ich möchte nur den anderen Tagessatz haben. Bitte hier Lohnabrechnung und ich habe die und die und die Abzüge noch zu machen. Dann kann das Gericht das für sich annehmen und auch entsprechend ändern, ohne dass Sie vor Gericht müssen. Insgesamt ist der Strafbefehl eine gute Möglichkeit, kostengünstig, schnell und ohne viel Aufhebens eine Angelegenheit zu klären und auch für Sie zu einem Abschluss zu bringen. Dennoch meine Empfehlung, lassen Sie sich zumindest einmal beraten bei einem Rechtsanwalt, am besten einem Fachanwalt auch für Strafrecht, um klären zu können, ob denn nicht nur die Tagessatzhöhe passt, sondern auch die Anzahl der Tagessätze. Denn wir haben da erheblichen Spielraum, was das angeht. Wenn Sie nicht vorbestraft sind bei einer einfachen Körperverletzung, die jetzt auch nicht irgendwie gravierende Schäden hervorgerufen hat, ist theoretisch ja alles möglich. Man könnte ja sagen 30 Tagessätze bis 120 Tagessätze. Vielleicht hat man bei Ihnen 120 Tagessätze angenommen, aus irgendeinem Grund. Das muss überprüft werden. Und auch hier entscheidend, gerade bei den Strafbefehlen, wenn Sie eine Geldstrafe erhalten oder eine kleine Freiheitsstrafe mit Bewährung, solange die 90 Tagessätze nicht überschreitet oder 3 Monate nicht überschreitet, wäre das ein Fall dafür, dass das zwar ins Bundeszentralregister eingetragen wird. Es ist ja wie ein Urteil, eine Verurteilung. Aber es würde nicht ins Führungszeugnis übernommen werden, sofern nicht da auch noch eine Ausnahme greift. Aber wenn eine Ausnahme greifen würde, in der Regel würde dann auch eine Anklage erhoben werden. Sexualstrafdelikte, die sind zum Beispiel davon auch ausgenommen. Aber diese 90 Tagessätze sind entscheidend. Deshalb wird auch gerne von Staatsanwaltschaften auf den Strafbefehl zurückgegriffen und oftmals eine Geldstrafe zwischen 40 und 90 Tagessätzen irgendwie für Delikte ausgeworfen. Sollten Sie dazu noch Fragen haben, wenden Sie sich einfach an uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie unten in den Shownotes. Und ansonsten hoffe ich, dass das Video Ihnen gefallen hat. Wenn Sie Anregungen haben, was wir nochmal berichten sollen oder was wir Ihnen vielleicht erklären können, dann schreiben Sie es einfach in den Kommentaren. Wir nehmen uns das an und machen wieder mal ein Video. Bis dahin, alles Gute. Schön, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns einen Like und abonniere unseren Kanal. Falls du dich weiter informieren möchtest, schau dir auch unsere weiteren Videos an oder besuche uns auf unserer Homepage www.carsten-wolte.de. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schreiben oder anrufen.